Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cathy Rain. Ja, in der letzten Folge waren wir endlich im Zimmer von Charles Wade oben und haben uns mit Charles Wade quasi unterhalten. Und ja, er hat uns ein paar Antworten geliefert. Und ja, die könnten uns durchaus ein bisschen weiterbringen. Die liebe Krankenschwester, die da vorher saß, die ist anscheinend immer noch nicht da und hat den guten Gober quasi irgendwo auf ein Zimmer gebracht. Ich habe keine Ahnung wo, aber ja, ist ja auch egal. Wir gehen jetzt mal raus und schauen mal, wo es jetzt als nächstes hingeht am besten. Wir schauen uns da am besten aber nochmal um. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas anders finden. Ich denke nicht, oder? Nein. Gut, da gibt es nichts mehr. Das heißt, wir können... ja, wir können quasi... Bla. Wir können quasi wieder zurückfahren mit dem... mit unserem Motorrad. Und fahren jetzt mal Richtung Naturschutzgebiet, würde ich mal sagen. Richtung Naturschutzgebiet, genau. So, und was... Well, this is it. This is where the picture was taken. I'm not sure what I expected to find here. I need to clear my head. Natürlich gleich mal eine Zigarette rauchen. What? What the? We've met before, haven't we? Nicht dein Ernst, oder? Ist das etwa der rote Mann, den wir im Traum gesehen haben? Und von dem Nathan die ganze Zeit sprach? Ich meine, roter Anzug, Stecktuch, Glatze. Das trifft doch irgendwie auf den zu, oder etwa nicht? So, er hat uns gefragt, ob wir uns nicht schon mal getroffen haben. Ich glaube nicht. Nee, wirklich nicht, nein. An einen gruseligen Glatzkopf mit Make-up würde ich mich erinnern. Das bezweifle ich. Sie sehen aus, als wären sie gerade vom Zirkus weggelaufen. Das ist nicht gerade mein Ding. Das bezweifle ich, Meister Proper, außer der Aufkleber auf einer Flasche Putzmittel zählt. Oh Gott. Also so ganz ernst nehmen tut sie die Frage auch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Eigentlich ist im Prinzip sind alle drei Antworten ziemlich beleidigend, weswegen ich sagen würde, wenn ich mir einfach mal die erste. Hört sich irgendwie lustig an. Glatzkopf, naja. Ja, ist ja auch ein Glatzkopf, ne? Also, nee, wirklich nicht. Nein, an einen gruseligen Glatzkopf mit Make-up würde ich mich doch erinnern. Nope, just no. I'd remember a creepy bald dude with Make-up. Memories can deceive, Cathy. Dig deeper. Who are you? How do you know my name? You told me, remember? I feel strange. Am I dreaming? It's the mending. I will try to facilitate. You're not real. I'm lying asleep in my bed right now. Focus, Cathy. Listen to the drowned girl. You mean Lily? What about her? She's the anomaly, the missing refrain, the convergence point of things past and events yet to happen. Dial down the metaphors a notch, would you, Mr. Kafka? I get enough of that shit in English class. I knew you wouldn't disappoint. I'm glad, given how much trouble I went through to be here. You see, my name was taken from me, so I claimed a color in its stead. The next time we meet, you'll know the exact hue of red. You're on the right path, Cathy. Follow your grandfather, and everything will work out in the end. Was zur Hölle war das? Wait, what? How did I get here? Am I going crazy? Am I turning into Mom? Ja, das freue ich mich jetzt gerade auch. Was war das? Und wie sind wir da wieder hergekommen? Das ist merkwürdig. Okay.
Moment, ich schaue mal kurz ins obere Geschoss, ob sich da irgendwas verändert hat. Weil vielleicht haben sich so kleine Sachen verändert. Okay, die Glühbirne leuchtet wieder. Die haben wir doch ausgeschalten, oder etwa nicht? Teddybär liegt auch noch da. Kaffeetasse ist jetzt noch da, Schreibmaschine ist noch da, Papiere. Haben wir die Schreibmaschine überhaupt schon benutzt? An old typewriter covered in cobwebs. Okay, die Schreibmaschine können wir nicht benutzen. Regale. Nee, okay. Ich glaube, da können wir nicht viel machen. Schalten den Lichtschalter einfach mal wieder aus. Ist ja fürchterlich. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal in die Wohnzimmertür und befragen einfach mal Großmutter nach den neuen Sachen, die wir gefunden haben. Mal schauen, ob sie uns da irgendwas erzählen kann drüber. Oh, hello, dear. Glad to see you again so soon. Hi, Grandma. I just thought I'd drop by. Sure, hon. Stay as long as you'd like. Bleib so lange du willst. Ja, ja. So, dann setzen wir uns mal aufs Sofa und reden mal mit dir. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Was hast du auf dem Herzen? So, Jimmy Cochran, weiß sie irgendwas über diesen Namen oder über diesen Mann? Kann sie uns da irgendwas mitteilen darüber? Do you know who Jimmy Cochran is? He was a friend of Grandpa's. I believe he teaches at the flight school these days. I don't think so, at least not anymore. I was told he was placed in a mental facility. Really? He always struck me as a kind man, maybe a bit nervous and on edge, but not crazy. There's more. I found out that Jimmy asked Grandpa for help not long before Grandpa ended up in that wheelchair. Jimmy sounded really desperate. I'm sure what happened to Grandpa that night had something to do with his cry for help. You should go find the man then. Surely he must know something. That's the plan. I just wondered if there's anything else you think I should know about him. Not really. We haven't stayed in touch since Joseph was injured. I know that he had a wife, Agatha. Okay, thanks, Grandma. Okay, da habe ich jetzt leider kurzzeitig die Maus berührt, tut mir leid. Wir machen es einfach nochmal. Do you know who Jimmy Cochran is? I believe he... I don't think so, at least... Really? He always... There's more. Jimmy sounded... You should go find them. That's the plan. Not really. I know that he had a wife, Agatha, and a son, James. Agatha passed away from cancer years ago, but as far as I know, James still lives in the city with his family. Okay, thanks, Grandma. Okay, lebt also in der Stadt. Okay, gut. Haben wir das auch erledigt? Dann würde ich noch nach Lillys Kunst, dass sie gestohlen wurde, fragen, ob sie da irgendwas über die gestohlenen Bilder weiß, dass die gestohlen wurden. Mal schauen, was sie darüber sagen kann, wenn überhaupt irgendwas. I don't see a reason to ask her about that. Ja, okay, wir sehen keinen Grund, sie das zu fragen. Gut, dann Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit. Moment mal, haben wir sie das nicht schon mal befragt? Ich weiß es gar nicht. Naja, versuchen wir es nochmal. I don't see a reason to ask her about that. Gut, ist auch recht. Gut, dann haben wir noch den Auszug aus dem Botanikbuch. Können sie sich irgendeinen Reim auf die Pflanze machen? Do you know anything about this flower, Grandma? I can't say that I do. I remember seeing it growing in the woods, but I didn't think much of it at the time. Okay, sie hat schon mal im Wald gesehen, aber das ist auch schon alles. Naja, schade. Gut, was kann sie zu einem wiederhergestellten Bild sagen? Das haben wir ihr, glaube ich, noch nicht gezeigt, oder? What do you see in this picture, Grandma? I have no idea, but it's quite an eerie display. What is it? I'm trying to figure that out. I found the picture hidden in the attic. Oh, come to think of it, the trees do look similar to the ones in Conwell Woods. Yeah, it was taken somewhere in that area. I found out that the flower in the picture matches a rare local species. Aren't you clever? Do let me know if you come across anything else. Yeah. Ich meine, gut, sie hat ja auch recht. Wir haben das Bild am Dachboden gefunden, nur halt überbelichtet. Deswegen, ja. Und Moment mal. Moment, jetzt.
jetzt mal. Warte. Ja, doch. Doch, doch. Wir müssen das am Dachboden gefunden haben. Ist schon richtig so. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, das war's dann mal. See you later, Grams. Take care, dear. Gut. Und wir gehen mal raus bei der Tür. Schauen mal. So, ich würde es mal gerne... hier haben wir eigentlich sowieso nichts mehr zu tun. Ich würde mal... ich würde gerne mal zur Kirche gehen und da mal schauen, was wir da alles finden. Hello, Father. Greetings, my child. I'm glad you decided to come here. Yeah, but just so you know, I'm not here to join your church or anything. Oh, I would never assume that. Good. So, with that out of the way, I have some questions. Anything you need. I'm Isaac Price. Kathy Rain, but I'm guessing you figured that out already. I did. Rumors spread quickly around here. So, how can I be of service? Isaac Price. Okay. Moment mal, hat dieser Name nicht beim Friedhof auf dem Mausoleum gestanden? Price? Da stand doch Familie Price oben. Der muss doch irgendwas mit dem Mausoleum zu tun haben, oder etwa nicht? Merkwürdig, der Mann. Okay, wir befragen ihn einfach mal zum Vorfall 81. Weiß er da irgendwas darüber? Do you know anything about what happened to my grandfather in 81? It was the work of the devil, I'll say that much. Joseph was a kind man. He did not deserve such a fate. You heard my speech at the funeral, Kathy. I meant every word. He was a great man who did much good for this community. Did you know him personally? In a way. He and my father did charity work together. Joseph was around a lot when I was young. They collaborated on a few different projects for the homeless and for the troubled youth, among other things. So my grandfather was a member of the church? I wouldn't say that, no. He was a friend of the church, but he wasn't a religious man. He believed only in philanthropy. That being said, Joseph was the person who convinced me to become a priest. Really? Oh yes, I was a teenager back then, full of rebellion, every fiber of my being wanting to distance myself from my father. Joseph made me realize my sinful pride and showed me how I should follow my heart regardless of what others might think. And for that, I'm eternally grateful. Okay. Kann er uns irgendwas über Jimmy Cochran sagen? Do you know who Jimmy Cochran is? I don't recognize that name, no. Schade. Dachte mir, dass er vielleicht irgendwas über diesen Jimmy Cochran wissen könnte. Okay, versuchen wir es mal mit Lily Myers. Was weiß er über diese Geschichte über das ertrunkene Mädchen Lily Myers? Does the name Lily Myers mean anything to you? It does. I was a substitute teacher in her high school for some time before I was ordained. Really? Did you know her personally? We weren't close. I only knew her as much as a teacher would know any student. All right. So, how did she seem toward the end? For one, she started skipping school a lot. And when she did show up, she was absent-minded and moody. She always looked depressed and hunched down like she had a whole world on her shoulders. Any idea of what caused this change? Not a clue. All I know is that when she returned from that last summer break, she was a whole different person. Okay. Weiß er etwas darüber, dass Lilys Kunst gestohlen wurde, also die Gemälde, die vorher von Charles Waiter gekauft wurden? Nur bei ihm ist er dann angeblich, also wenn ich mich jetzt noch recht entsinne, hat er ja gesagt, also Charles Waiter, hat ja erzählt, dass es bei ihm eingebrochen worden ist und dass einige Gemälde mitgenommen wurden, unter anderem auch Gemälde von Picasso, aber auch Gemälde von Lily, die Lily gemalen hat. Weiß er irgendwas über die gestohlenen Gemälde und über den Einbruch? Do you know anything about an art theft at the Wade Estate in the 80s? I have just a vague memory of reading about it in the paper. Na toll, er hat es zwar in der Zeitung gelesen, kann sich aber nur mehr vage erinnern. Was soll das denn? Okay, Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit, was kann er mir über seine eigene Kirche sagen?
Care to tell me the history of the church? I'd be happy to. The story is a fascinating one. This church was founded by my father, William T. Price, in the 70s. Back then, he made his living as a traveling salesman and was driving through this area, as he'd done so many times before. However, this day was different. My father held dark thoughts in his mind. He was angry, thinking of evil deeds, even considering swerving off the road into a rock and ending it all. Then suddenly, divine intervention. Three bright lights appeared. The Father, the Son, and the Holy Ghost, the sign of God. This epiphany was the moment my father had been waiting for. He sold all of his belongings and took me and my brother to live with him here in Conwell Springs. Soon thereafter, he built this church and started gathering followers. They began to refer to him as Father Bill. I take it that window up there resembles what he saw when he had this epiphany? Indeed. The stained glass window depicts the Holy Trinity as witnessed by my father. Do you know exactly when or where this event took place? Why do you ask? Oh, just curious. It's a captivating story. Well, it was in the spring of 1971, but my father never told anyone where. Okay, so what happened then? People flocked to Father Bill. He started teaching, writing scripture. The church flourished and continued to grow all the way up until his sudden death in 1983. That's when I stepped in to take leadership of the church. I take it that the church started declining after the death of Father Bill? Yes, naturally so. With such a magnetic personality, he was irreplaceable. But I assure you, the church is still very much thriving. Looks kinda empty to me. It's not really our peak hours. What's up with you handing out pamphlets at funerals then? Trying to reel people in at a weak moment? I'm going to assume you meant no disrespect, child. I'm simply providing divine guidance when it's needed the most. Okay. Aber wenig los zu dieser Hauptzeit. Naja, also ist halt nicht gerade die Zeit, wo wirklich viele Leute gerade in die Kirche gehen. Das ist, naja. Gut, ich würde mal sagen, ich frage ihn mal bezüglich dem Botanikauszug über die Blume. Vielleicht kann er mir da auch irgendwas mitteilen drüber. Father, do you know anything about this flower? No, my child. Nothing at all. Der ist mir irgendwie merkwürdig, der Typ. Ich weiß auch nicht warum. Wiederhergestelltes Bild. Was, ich meine, diese drei Punkte da auf dem Bild, ne? Die kommen ja. Die waren ja auch auf der Kirchenbroschüre. Vielleicht hat er irgendwas damit zu tun, wer weiß. Er müsste ja irgendwas darüber wissen, oder etwa nicht. I could, but I think I have more to gain from a subtle strategy. I'll keep it to myself for now, until I know more about this church. Na toll, okay. Okay, weiß er irgendwas über diesen Schlüssel, wo der reinpasst? Do you know what this key opens? I'm afraid not, my child. Keiner weiß irgendwas über den Schlüssel. Aber ganz ehrlich, irgendwo muss der doch reinpassen. Der kann mir doch nicht erzählen, dass er nichts weiß. Foto mit Soldaten zeigen. Ich schätze, dass er wieder auch nicht viel wissen, aber schauen wir mal. Do you recognize the man in this picture, Isaac? Only your grandfather. And that's just because I was given a similar picture for the service the other day. Ja gut, vor der Beerdigung gibt man meistens dem Pastor oder so ein paar Bilder von dem Verstorbenen, der halt beerdigt wird, so dass sich der Pastor darauf einstellen kann, wie der ungefähr ausgesehen hat und naja. Ja, naja, naja, naja. Gut, Diktiergerät brauchen wir ihm, glaube ich, nicht zeigen, oder? I don't need to show him that. Nö, bringt noch nichts. Okay, gut, das war's. That's all I need for now, Father. May the Lord shine his light on you. Möchte der Herr sein Licht auf dich scheinen lassen. Okay. Buntglasfenster. Ah, schön. Und da. Moment mal. Jetzt kommt mir erst. Das sind ja auch drei dieser Lichtpunkte. Die Kirche muss damit was zu tun haben. Der kann mir doch nicht erzählen, dass er nichts. Impressive window. There's no doubt about it. Those are the smoky lights. Alter. Ein Altar.
It's an altar. You know, the place where they put the sacrificed goats, kids, and other crap. Zum Opfern von Ziegen, Kindern und den ganzen anderen Scheiß. Ja, ist klar. Eine Tür. Können wir da hin? Tür anschauen? Could lead to a sacristy or a closet of some kind. Okay, dann wollen wir mal Tür öffnen. Locked. Können wir die Tür vielleicht mit dem Schlüssel öffnen? Nope, not the right key. Schade. Ich dachte, der würde vielleicht passen. Dann schauen wir uns mal die Tür an. Could lead to a sacristy or a closet of some kind. Schauen wir, ob wir die öffnen können, die Tür. Locked. Genauso geschlossen. Naja, dann gehen wir einfach wieder zurück. Bringt da nichts, da können wir im Moment nicht viel machen, anscheinend. So, wohin jetzt? Ich würde mal sagen, wir fahren mal zur Polizeiwache und fragen dort mal den Sheriff, weil es hatte geheißen von Charles Wade, dass er den Sheriff quasi, also dem Sheriff persönlich, also dass er dem Sheriff irgendwie Bescheid sagt und ihn anruft, dass wir ein paar weitere Sachen brauchen. Naja. Aber ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir hier mal kurz eine Pause, denn ich habe schon 20 Minuten auf der Uhr oder fast, 22 Minuten eigentlich schon. Deswegen machen wir hier mal eine kurze Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Cathy Rain und dann führen wir ein weiteres Gespräch mit dem Sheriff, mit Lenny vielleicht auch noch und dann möchte ich auch nochmal zurückkehren zur Hütte des Sees, um mal zu schauen, ob Sue irgendwas über die neuen Hinweise, die wir gefunden haben, zu sagen hat. Also dann, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.